So, neuer Morgen hier in Dondett. Gestern habe ich das Video von Angkor Wat fertig geschnitten und habe es mal geschafft, dass ich mir eine SIM-Karte kaufe hier in Laos. Die war auch mega günstig, 7 Euro für die SIM-Karte selbst und dann noch 5 GB Daten. Ist ja so, die SIM-Karte kostet 2 Euro und die Daten lädt man immer hoch. Heute geht es ein bisschen um die Insel rum mit dem Fahrrad, das habe ich mir schon ausgeliehen, steht da hinten. Ein Traum von einem Bike, weil hier gibt es ganz, ganz viele Inseln, heißt nicht umsonst Four Thousand Islands, diese Region. Und auf der Nachbarinsel gibt es einen ganz schönen Wasserfall und noch ein paar Sachen, die man sich anschauen kann. Ja, und das mache ich heute. Also mega heiß ist hier wirklich, mein Bungalow hat keine Klimaanlage, weil sowas wie Klimaanlagen gibt es hier auf der Insel gar nicht, ist noch ziemlich ursprünglich hier. Und hier geht es tagsüber rauf bis 40 Grad und auch nachts fällt es eigentlich nie unter 30. Schwitzt man schon richtig viel, aber trotzdem ist mega schön hier, will ich euch jetzt zeigen. Also hier Dondett gefällt mir bis jetzt richtig gut. Hier hat man keine Backpacking Areas oder irgendwelche Baustraßen. Hier hat man das Dorf auf der Insel und das ist auch noch ein wirkliches Dorf. Also hier laufen überall die Hühner rum und die Leute fischen abends, wirklich schön. Und hat man einfach nur die paar Guesthouses, die Bungalows hier hingebaut haben. Ja. Hier Dondett ist auch ganz interessant, hängt nicht mal am Wassernetz hier in Laos, sondern das ganze Wasser, das man hier zum Duschen verwendet und so, wird einfach aus dem Fluss gepumpt. Und hier vom Bungalow laufen auch die Hühner rum. Und da hinten stehen Mangobäume, wie überall auf der Insel. Überall stehen hier die Mangobäume rum. Schon richtig natürlich und ursprünglich hier. Hier gibt es auch keine richtigen Straßen, nur so Schotterwege. Mein Fahrrad hat keine Federung, wird etwas holprig, aber das kriegen wir schon. Sehr fix nochmal. So, ich habe es jetzt zum Wasserfall geschafft. Das Rumradeln hier auf den Inseln ist gar nicht mal so einfach, weil die Sandwege da. Da geht es mal wieder 100 Meter gut dahin, dann sind mal wieder riesen Löcher drin. Da muss man immer so ein bisschen Schlangenlinien fahren. Zudem mit dem Fahrrad ohne Federung ist das Ganze gar nicht so einfach, aber geschafft habe ich es trotzdem. Es ist auch relativ heiß da draußen. Und ja, jetzt geht es zum Wasserfall. Sind jetzt noch mal so 10 Minuten zu Fuß von hier, weil hier darf man mit dem Fahrrad nicht mehr rein, da geht nur noch ein ganz schmaler Weg vor. Schon mega gespannt, soll echt schön sein da vorne. So, bin jetzt hier angekommen am Wasserfall. Schaut auf alle Fälle richtig cool aus. Was auch auffällt, das Wasser hier vom Mekong ist noch richtig schön blau und sauber. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil oben bei den Inseln schaut es doch ein bisschen dreckiger aus. Aber es täuscht anscheinend, weil es da tiefer ist. Hat auch 3,50 Eintritt gekostet, der ganze Park hier. Ist aber, denke ich, wert. Da vorne ist auch noch ein kleiner Strand. Den werde ich nachher besuchen, aber jetzt schauen wir uns erstmal den Wasserfall an.
der Wasserfall war richtig schön. Wenn man da ein bisschen weiter oben ist, sieht man erst, wie groß der ganze Fluss hier eigentlich ist und wie breit. Der Wasserfall, der zieht sich mit Sicherheit hier über einen halben Kilometer runter. Schaut mega schön aus. Hier könnte man auch Zipline fliegen, dass man das Beste sieht von oben, aber muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich gehe jetzt nach vor zum Strand. Also Abkühlung, die wäre jetzt echt nicht schlecht, weil hier brennt schon wieder runter. Und da geht man da so an der Klippe entlang und schaut euch mal den Blick an. Macht auf alle Fälle richtig was her hier. So, wieder zurück vom Strand, war richtig angenehm hier im Mekong drin zu schwimmen. Der ist zwar nicht ganz so super erfrischend, wie man sich sicher denken kann. Der fließt ja 1500 Kilometer durch ein Land, in dem es 40 Grad hat. Wie soll der auch kühl sein? Aber auf alle Fälle eine willkommene Erfrischung nach der Fahrradtour. Ja, jetzt geht es auch wieder zum Bike und dann zurück in die Stadt. Muss halt noch schauen, dass ich mal ein Busticket buche, weil morgen soll es dann schon weitergehen nach Paxe. Ist hier so die nächste größere Stadt. Ja, und da muss ich in der Stadt noch schauen, dass ich ein Ticket bekomme. Aber jetzt wird erstmal zurückgeradelt. Es gibt so Momente, da bin ich echt dankbar darum, dass ich ein bisschen unordentlich bin. Weil hätte ich heute keinen furchtbaren Saustall hier in meinem Fahrradkorb hinterlassen, würde ich mein Fahrrad nicht mehr finden. Weil auf der Insel gibt es gefühlt genau drei Fahrräder und die schauen alle gleich aus, entweder blau, rot oder pink. Ist genau ein Modell und hätte ich hier nicht den ganzen Mist vorn drin liegen, hätte ich mir jetzt wahrscheinlich echt aufs Falsche gesetzt, aber so geht's zurück. So, bin jetzt wieder zurück von meiner kleinen Radeltour. Habe es auch geschafft, dass ich den Bus buche für morgen. Ja, was kann man sagen? Hier mit dem Rad über die Insel fahren, dann dort und auch über die Nachbarinseln, ist nicht das leichteste Unterfangen. Also für ein ungefedertes Fahrrad sind das die komplett falschen Straßen. Aber wenn man hier so durchfährt, bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie das Laos hier abläuft. Also alles ist so eine Spur langsamer und ein bisschen gechillter. Aber wirklich super schön. Hier hat man wirklich das Gefühl, das ist nur so ein kleines Stückchen heile Welt. Im chaotischen Asien hat man hier gar nicht. Hier ist super ruhig und super schön und ja, die Leute sind auch alle mega nett. Hat mir super gefallen heute. Trotzdem geht es morgen dann weiter in die Hauptstadt von Laos, nach Vientiane. Da fährt mein Bus um 11 Uhr morgens nach Paxe. Das ist die nächste größere Stadt hier, so 200 Kilometer weg. Da merkt man auch, wie abgelegen eigentlich diese 4000 Islands hier sind. Ja, der fährt dann so 3 Stunden dahin und dann muss ich warten auf den Nachtbus, der geht abends um 7 und dann bin ich am nächsten Morgen dann in Vientiane, der Hauptstadt. Wird richtig stressig, aber naja,
ist der einzige Weg, dass man hier rauskommt. Weil hier die 4000 Islands sind wirklich am Ende der Welt. Das war's dann auch für das Video heute. Wem es gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und abonnieren wäre auch richtig cool. Ja, jetzt geht's noch in unsere Hausbar. Hier die Happy Bar, Happy Backpackers Bar. Super cool, super nette Leute. Und jetzt erstmal Sonnenuntergang anschauen, dann früh ins Bett, weil morgen geht's weiter. In diesem Sinne, Servus.